So, Freunde, gleich wieder Showtime. Ich habe jetzt schnell, ich habe verpeilt, eine Lyrik-Lounge aufzunehmen, die Tage. Habe ich jetzt so schnell abgetippt hier was schnell. Lehrer habt ihr euch gewünscht, habe ich euch mal gemacht. Cory, müssen wir schnell durchziehen. Ich habe hier gleich noch die Late Night, weißt du? Alles klar, ja. Okay. Jo, grüß dich. Ich bitte jetzt hier ganz schnell durchgezogen. Ah, okay. So. Gib mir den Lehrer-Beat. Da ist er. Jo, ich habe mich verzögert. Jo. Ja. Ah, warte, ist der Text. Warte mal, der Text. Okay. Oh. Klein kariertes Hemd, Ripphose, Jeansjacke, Totschick. Ich halt den Rotstift wie ein Polizist die Dienstwaffe. Spaß, das ist der Klassenlehrer. Ein Zeigefinger erhoben, Bitch. Der andere ist verwachsen mit dem Kaffeebecher. Klatsch ich mit dem Taschenrechner. Verdammt, ich hasse Kinder. Wenn's hier nicht sofort ruhig ist, fliegt Kreide durch das Klassenzimmer. In Deutsch geht's heute um die Silbentrennungsregeln. Danach Turnen im Sport. Ich geb euch Hilfestellung, Mädels. Was? Belästigung? Wie? Die Kleine hat da Brüste? Nee, das darauf sind doch nicht meine Kreidehandabdrücke. Hier mobbt man Streberkinder. Na, selber schuld. Warum sitzen die Spastis denn auch in der ersten Reihe? Sind die sehbehindert? Big Boss im Lehrerzimmer, keiner der besser verdient. Moms kommen in den Minirock zu mir und wollen den Sprechtagstermin. Was bitte bist du denn für ein Muttersohn, du Lauch? Hol mir mal schnell deine Butterbrote aus der Tupperdose raus. Und wehe, da ist Salat mit drauf, du kleine Bitch. Ich unterdrücke jeden, selbst wenn es der Schulleiter ist. Manchmal reißt mir die Geduld und ich schlag mich auf dem Schulhof und ruh mich danach aus mit den Beinen auf dem Pult. Ja, Mann, super. Da werden im Sportunterricht hier wohl nicht die Beine trainiert, oder?